In diesem Video möchte ich euch jetzt zeigen, wie man eine Aktion erstellt für eine 8-Bit-Frequenztrennung oder für ein 8-Bit-Bild als Frequenztrennung. So hört sich es besser an. Es gibt einen Unterschied, habe ich ja schon am Einleitungsvideo gesagt, zwischen 8-Bit und 16-Bit. Darauf komme ich noch später, beziehungsweise gebe den Hinweis dann, wo dann der Unterschied ist. Beziehungsweise mache ich auch noch ein separates Video, um genau zu zeigen, wie man das Ganze für ein 16-Bit-Bild dann erstellt, diese Frequenztrennung. Ja, was man braucht, ist eigentlich nicht viel. Ihr braucht ein Bild, klar, und ihr braucht hier dieses Fenster mit Aktion, um das Ganze aufzeichnen zu können. Das ist so eine Art Makro, oder das ist eigentlich eine Art Makro, ja, wo ihr eure ganzen Schritte aufzeichnet. Das Ganze ist etwas tricky, also schon ein bisschen knifflig. Man kann es jetzt nicht so, wie ihr es vielleicht gewohnt seid, mit so Mausklick hier und da und dort aufnehmen. Das habe ich früher auch mal gemacht und habe mich immer gewundert, warum das nie geklappt hat. Nein, weil da muss man doch Tastenkürzel benutzen, damit das Ganze eigentlich auch sauber aufgezeichnet wird. Weil wenn ihr das nicht macht, dann gibt es nachher irgendwie so einen Kauderwelsch und es funktioniert nicht. Und ihr müsst erst alles wieder reduzieren auf eine Ebene. Und also da habe ich genug schon Erfahrungen mitgemacht, wie das nicht richtig funktioniert. Und da habe ich halt jetzt mal einen guten Tipp mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und den möchte ich euch mal zeigen, wie das Ganze sauber als Makro aufgezeichnet werden kann. Gut, genug gelabert. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Sachen, die vielleicht für euch interessant sind oder wichtig sind vorab. Wenn ihr zum Beispiel nicht weißt, ob ihr jetzt ein 8-Bit- oder 16-Bit-Bild habt, dann könnt ihr oben unter Bild Modus schauen, ob hier der Haken bei 8-Bit- oder 16-Bit-Kanal drin ist. Habt ihr bei 8-Bit, dann wisst ihr, okay, ist ein 8-Bit-Bild. Bei 16-Bit pro Kanal, okay, es sind 16-Bit. Also ganz einfach. So könnt ihr schnell überprüfen, was ihr eigentlich jetzt hier vor euch habt. Das nächste sind hier die Aktionen. Wenn ihr das Fenster Aktion nicht habt, dann könnt ihr das ganz schnell einblenden lassen, indem ihr hier oben auf Fenster klickt. Und hier findet ihr auch dann den Bereich der Aktionen. Und natürlich auch das Tastenkürzel, das standardgemäß auf Alt F9 liegt. Dann erscheint hier dieses Fenster. Ich habe es hier mal rausgezogen. Bei mir ist es hier in der Leiste immer drin. Aber zur besseren Darstellung ist es einfach, ja, habe ich es einfach mal groß gemacht und rausgezogen, damit ihr auch das Ganze mal besser mitverfolgen könnt. So, ich habe jetzt hier eine Ebene, die ich nicht als Hintergrundebene geraschelt, sondern einfach nur als normale Ebene. Das ist aber egal. Das tut nichts zur Sache. Das könnt ihr auch nachher dann dementsprechend so machen. Wichtig ist, dass ihr jetzt erstmal eine leere Ebene macht. Und hier könnt ihr die als ja, löschen, weil die brauchen wir nicht, das ist nur eine Hilfsebene. Die macht ihr vor der ganzen Aufzeichnung, damit ihr so eine Art Puffer habt, damit es nachher etwas sauberer läuft. Weil sonst gibt es ein bisschen Probleme, Konflikte, wie ich das ja gerade eben schon erläutert habe. Und so, mit dieser Lernebene, das ist wie Magie, wie man so schön sagt, ne? mit dem löst dann einige Probleme, die ihr dann sonst haben würdet, wenn ihr das ohne diese macht. Ja, ein bisschen kompliziert zu erklären, macht es einfach so. Es funktioniert wirklich dann wunderbar, auch für spätere Aufzeichnungen. Es muss ja nicht nur Frequenzretusche sein. Wenn ihr sowas macht, erstellt immer so eine Art, so eine leere Hilfsebene, die ihr dann später löscht. Gut, fangen wir an. Wir nehmen jetzt, wir erstellen erstmal einen neuen Ordner. Mit diesem Symbol hier unten könnt ihr dann einen neuen Satz, so heißt es hier in diesem Bereich, erstellen und den nennen wir jetzt einfach mal Frequenztrennung. Ich nenne es mal Tutorial, weil wenn ihr es sonst seht, habe ich ja hier schon einen Ordner erstellt mit meinen Frequenztrennungen. Von daher nenne ich den jetzt einfach so. Also ihr könnt den wirklich dann anders benennen, wie zum Beispiel nur rein Frequenztrennung. Drückt OK und nun müssen wir ein Makro erstellen, indem ihr hier auf dieses Symbol neben der Mülltonne klickt und hier erstellen mir eine neue Aktion. Dann die jetzt Frequenztrennung 8-Bit. Kann hier noch einstellen, ob ich eine Funktionstaste haben will oder nicht. Das ist dann euch überlassen. Und natürlich, ob ihr eine Farbe haben wollt. Ich nehme es einfach mal blau. Warum nicht? Sieht schön aus. Ja. Und drücke nun hier auf Aufzeichnen und das Ganze ist nun scharf gestellt. So, jetzt habe ich aber einen kleinen Fehler gemacht. Moment, ich muss mal kurz hier wieder auf Pause drücken. Das könnt ihr nicht auch machen, wenn ihr das Ganze mal kurz unterbrechen wollt. Dann drückt ihr einfach hier auf die Stopptaste. Und so könnt ihr dann auf die Ebene zurückgehen, was ich vergessen habe zu machen. Weil das sollte man eigentlich noch tun. So,
Aber jetzt können wir das Ganze wieder fortsetzen, indem man hier auf den Aufzeichnungsbutton klickt und nun beginnt der Spaß. So, und jetzt als allererstes brauchen wir eine neue Ebene. Und die bekommen wir, indem ihr die Umschalttaste, die Steuerungstaste und die N-Taste drückt. Wer ein Mac hat, die Steuerungstaste ist die Command-Taste. Ne? Ich habe hier einen Windows-Rechner, von daher merkt euch, wenn ich Steuerungstaste sage, ist es bei euch Mac-Usern die Command-Taste. Okay, damit ist das schon mal geklärt für den weiteren Bereich dieses Videos. Und hier bekommen wir jetzt nun einen Dialog, neue Ebene. Und den benenne ich jetzt um. Farben. Frick. Das benennen wir später nochmal um, aber das nenne ich jetzt halt ein bisschen weiter. Das seht ihr dann nachher, warum das Ganze so ist. Der heißt dann nachher nur Farben, aber ich nenne es Farbenfrequenztrennung, weil es dann später, wie gesagt, dann noch einen kleinen Trick gibt, den ich dann euch noch zeigen werde. Gut, das bestätige ich jetzt mit OK. Und nun muss ich jetzt die Ebene nach oben setzen, also über das Löschenfeld. Und da kann ich euch nur empfehlen, nicht das einfach per Drag and Drop per Maus zu machen, sondern benutzt bei einer Makroaufzeichnung immer die Tastaturkürzel. Es ist ein bisschen ungewohnt, ich habe es vorher auch nicht gekannt oder habe es auch immer falsch gearbeitet, immer so mit Drag and Drop, aber für eine saubere Makroeinstellung sind Tastenkürzel wirklich essentiell. Also merkt es euch am besten oder schreibt es euch auf, wie das Ganze funktioniert, diese Verschiebung vor sonstiges Zeug, weil das bringt euch gerade bei solchen Sachen relativ ja, mehr oder es ist einfach der Weg zum Ziel zu einem sauberen Makro. Gut, jetzt will ich die Ebene nach oben setzen, habe ich gesagt. Das mache ich mit der Umschalttaste, mit der Steuerungstaste und der Ä-Taste, also der Buchstabe Ä, Umlaut Ä. So, und damit setze ich jetzt die Frequenz, also Farbenfrequenz-Ebene nach ganz oben. Diese möchte ich jetzt füllen, indem ich jetzt die Shift-Steuerung, Alt-Taste und die E-Taste drücke. Und somit füllt sich jetzt das Ganze mit der unteren Ebene und überträgt das Ganze also auf die neue Ebene. So das Ganze. Also sprich, ja, eine Füllung von dem Ganzen. Gut, jetzt will ich nochmal eine neue Ebene. Wir wissen also, neue Ebene heißt Umschalttaste, Steuerungstaste N. Und hier kommt dann wieder der Dialog und den benenne ich jetzt in Struktur um und bestätige das Ganze mit OK. So, dann füllen wir wieder diese Ebene und das heißt Shift, Steuerung, Alt, E und die Ebene ist gefüllt. Jetzt möchte ich die Strukturebene eine Ebenenstufe runtersetzen, also hinter die Farbebene. Und das mache ich jetzt, indem ich die Steuerungstaste und die Rautentaste. Also ihr kennt ja Hashtag, ne? Dieses Ding, die rote, also das Gatterchen zu drücken und da, tada, die Strukturebene ist eins nach unten gerutscht. So, jetzt muss ich auf die Farbenebene gehen und das mache ich jetzt, indem ich einfach Alt-Taste gedrückt halte und die Punkt-Taste. Und so kann ich die Ebene auswählen. Also sprich nicht wieder mit der Maus, wie ich gesagt habe, sondern ihr müsst wirklich die Tastenkürzel nehmen. Wenn wir jetzt diese Ebene ausgewählt haben, müssen wir jetzt einen Menübefehl einfügen. Also sprich, ich möchte jetzt diese Ebene verändern und da möchte ich jetzt sagen, weil ich jetzt nicht jedes Bild gleich ist, sondern verschieden sein kann, werde ich jetzt hier einen Menübefehl einfügen, sodass mir das dann wenn die Aktion abläuft, können wir das dann während der Aktion dann einstellen. So kann man das wirklich dann individuell pro Bild diesen Wert dann variieren, bis der richtige Wert dann dementsprechend ist. Wenn nicht jedes Bild ist gleich und von daher ist es relativ gut, wenn man dies dann machen kann. Und es funktioniert hier in diesem Fenster, in diesem Aktionfenster, wenn wir hier oben auf dieses Hamburger-Symbol klicken, so heißt es, ne? Habe ich auch nie gewusst, aber ja, erst vor kurzem gelernt. Und hier gehen wir jetzt auf Menübefehl einfügen und jetzt können wir hier unseren Befehl, also was wir jetzt haben wollen, können wir jetzt dementsprechend einfügen. Also man drückt jetzt hier nicht OK oder abbrechen, sondern lässt diesen Dialog offen und man geht jetzt
auf, was war es denn jetzt nochmal? Ich muss mal selber nachschauen. Auf Filter, auf Rauschfilter und hier gehen wir jetzt auf Helligkeit interpolieren. So, wenn das macht, normal. Warum macht das jetzt nicht? Helligkeit interpolieren. Er mag es nicht. Warum auch immer? Tja. Scheint etwas überfordert zu sein. Ich mache mal kurz eine Pause und komme gleich wieder. Gut, hier bin ich wieder. Es war ein bisschen etwas verwirrend, das Ganze, weil ich bin davon ausgegangen, dass dann hier dementsprechend der Rauschfilter interpolieren, dass dieses Dialogfeld erscheint, aber so ist es dem nicht, weil ich zeige es euch nochmal genau. Also es passiert jetzt hier nichts im Makro, also keine Sorge, weil ich auf Abbrechen gedrückt habe, nicht auf OK. Wir gehen nochmal auf Menübefehl einfügen und hier gehen wir auf Filter, Rauschfilter, Helligkeit interpolieren. Ja, und ihr seht hier, erscheint hier diesen Menübefehl Helligkeit interpolieren und dann ist es dementsprechend schon drin. Ne? Bin jetzt gerade etwas von dem anderen Dialog ausgegangen, von daher, also keine Sorge, ihr macht es dann genauso, wie ich gerade eben gesagt habe und drückt das Ganze auf OK und ihr seht auch hier Makro, es geht dann weiter. Also kein Problem mit dem Ganzen. Also, wie ihr seht, da komme ich selber manchmal raus. Wenn man es nicht ständig macht, dann ist es so ein bisschen, ja, rostet man halt ein. Ne? Das ist einfach so. Aber man kann nicht alles wissen, deswegen gibt es Makroaufnahmen. Ne? So, gut, machen wir weiter. Was war es denn jetzt? Jetzt muss ich die Strukturebene auswählen, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte und die Komma-Taste. Tada, und so kann ich wieder runter. Also, ihr könnt es euch merken: Punkt-Taste ist nach oben, also Alt-Punkt nach oben, Alt-Komma ist nach unten. Und schon könnt ihr euch dann hin und her auf dieser Ebene hin und her bewegen. Für welche, die es interessiert. Außerhalb dieses Tutorials natürlich. Ne? So, nun muss ich das Bild nach oben verschieben. Also die Strukturebene, die kommen jetzt nach oben. Wie funktioniert das? Ganz einfach, indem ich jetzt die Steuerung-Taste gedrückt halte und die E-Taste. Ja, ihr seht, tada, und die Strukturebene geht nach oben. So, nun kommen wir jetzt nun zu dem Ganzen, wo sich das Weizen vom Spreu trennt sozusagen, also sprich, wo der Unterschied zwischen 8-Bit und 16-Bit ist. Das ist dieser eine Dialog, wo der Unterschied macht. So, was ich jetzt brauche, ist hier auf Ebene und hier brauche ich Bildberechnung. Also, wo war das jetzt? Bildberechnung, wo bist du? Was jetzt hier? Oder was wird noch? Nein, falsch. Bild war es nicht bei Ebene. Ne? Richtig sollten wir schon schauen. Bildberechnung, hier haben wir es doch. Ne? Dann klicke mir. Okay, und so, jetzt haben wir hier diesen Dialog. Und hier wählen wir erstmal die richtige Ebene aus. Und hier brauchen wir die Farbebene. Mit dem verrechnen wir das Ganze natürlich. Und beim Kanal sind wir bei RGB Mischmodus. Also hier, gerade bei dem Mischmodus, müssten wir hier jetzt Subtrahieren einwählen. Bei dem 16-Bit wäre es Addieren. Also genau, eigentlich umgekehrt, ne, das Ganze. Also bei 8-Bit Subtrahieren. Dann hier eine Deckkraft 100%. Skalieren 2 und der Versatz von 128. So. Kein Umkehren. Kein transparente Reiche schützen, keine Maske, so lassen. Also merken, Ebene, also nochmal, Ebene, Farbfrequenz, Kanal ist RGB, Mischmodus, Subtrahieren, Skalieren 2, der Versatz von 128. So, mehr muss man hier nicht machen für 8-Bit. Drückt das Ganze auf OK. Und nun müssen wir jetzt nun den Mischmodus von der Ebene ändern, damit wir hier diese graue Ebene sozusagen ausblenden können. Das funktioniert folgendermaßen, oder sollte man so machen, indem man nicht hier auf dieses Fenster klickt. Nein, das ist nämlich doof. Das ist nicht gut. Sondern ihr klickt hier Rechtsklick drauf und hier die Fülloption. Und hier geht ihr einfach auf den Bereich lineares Licht. So, und ihr seht, tada, das Bild ist wieder da. Bestätigt das Ganze mit OK. Und nun müssen wir noch eine Hilfsebene einstellen. Also es ist von Vorteil, um das gerade bei der Struktur die Details besser zu sehen zu können, was halt so störend ist. Und da ja, nehmen wir einfach mal eine neue Ebene, sozusagen die Tonwertkorrektur und die funktioniert folgendermaßen.
Neu, wo waren das jetzt? Tonhilfsebene. Oh Gott, ich muss selber schauen. Wenn man das nicht immer macht. Neue Einstellungsebene war das Ganze. Wo war das? Neue Einstellungsebene. Genau hier. Und hier war es die Tonwertkorrektur. Warum es bei mir ständig links angezeigt wird, dieses Menü, ich weiß auch nicht. Ich habe schon alles probiert. Vielleicht weiß es jemand mal einen Tipp. Sogar bei der neuen Photoshop-Version ist es bei mir links. Ob es jetzt an meinem Grafik-Tablet liegt, ich weiß es nicht. Ich habe es für Rechtshänder eingestellt, nicht für Linkshänder. Vielleicht weiß jemand einen Tipp nebenher, aber na egal. Machen wir weiter. Die Tonwertkorrektur. Und hier kann man sagen, ja, okay, bla bla bla. Wir können es hier gleich als Schnittmaske machen, aber das ist jetzt nicht so tragisch, weil das können wir dann hier machen als Schnittmaske und stellen hier folgende Werte ein: 110 zu 1 zu 150 und so kriegt ihr mehr Kontrast rein in das Bild und könnt es dann besser beurteilen, gerade in der Strukturebene, was halt noch etwas störender ist von dem Ganzen. Und wie gesagt, da unten als Schnittmaske zur Strukturebene und ja. Und die Ebene können wir dann hier dementsprechend rausmachen. Und nun brauchen wir, ja, können wir die ganze Ebene ausblenden, weil das, wie gesagt, ist nur eine Hilfsebene, das Ganze. Und nun packen wir das Ganze in eine Gruppe rein, also als Ordner. Denn ihr wisst ja selber, wenn ihr viele, viele, viele Ebenen habt bei der Bildbearbeitung oder bei der Retusche, dann ist es manchmal nicht schlecht, das Ganze zu gruppieren und zu ordnen, und deswegen packen wir das jetzt alles in einen Ordner hinein. Da drücken wir jetzt mit Alt, Umschalt und Komma zweimal drauf und wählen somit diese drei Ebenen aus und packen das Ganze als genau mit gedrückter Alt-Taste drücken wir unten auf das Ordner-Symbol, also dieses hier, und bekommen hier diesen Dialog und den nennen wir jetzt Frequenz, Trennung, 8-Bit, so, hindurchfügen, alles bleibt so. Okay, bestätigen wir das Ganze und schon haben wir das Ganze in einem Ordner drin. Was brauchen wir noch? Genau, und jetzt sollten wir jetzt hier noch den Farbfrequenz dementsprechend ändern. Das hat den Vorteil, dass wenn der wenn dieses Makro aufgerufen wird bzw. abgespielt wird und ja, startet dann man sozusagen gleich auf dieser Ebene und es ist dann etwas komfortabler, wenn man dann das gleich dann reinspringt und deswegen benennt man das dann um, damit das Makro dann weiß, okay, hier war der letzte Dialog, hier fange ich dann an mit der ganzen Bearbeitung und müsste nicht erst dann den ganzen Ordner öffnen und so weiter und so fort, und bla bla etc. Ne? So, und als letztes brauchen wir das noch? Ja, ihr könnt es noch machen, indem ihr sagen, ja, ich will auf der Strukturebene arbeiten. Dann könnt ihr noch mit Alt Komma auf die Struktur. Alt Punkt, was? Scheiße. Mit Alt Punkt. Das war jetzt ein bisschen falsch. Das kann man ja später noch rauslöschen. Also mit Alt Punkt könnt ihr noch auf die Strukturebene gehen. Und dann drückt hier nochmal S für das Stempelwerkzeug und schon habt ihr dann die Strukturebene ausgewählt. So, und soweit ist es eigentlich jetzt bearbeitet. Ich beende das Ganze jetzt hier mit der Stopptaste. Die vorherige Auswahl kann man rauslöschen, das könnt ihr ohne Probleme machen. Also dann könnt ihr einfach hier zack, weg mit mir, das Ganze wegnehmen, dürfte eigentlich jetzt funktionieren. Die zu löschen Ebene habe ich jetzt gerade vergessen, aber die wird eh nicht aufgenommen, wenn wir die dementsprechend nicht verwendet haben. Ich lösche die jetzt dementsprechend raus. Also, ihr könnt die dann später dann löschen. Also, das müsst ihr nicht während der Aufnahme machen, weil sie wurde nicht aufgenommen. Löscht den Ordner und sag mal, start mal hier mit diesem Play-Symbol die Frequenztrennung. Kann jetzt hier den Wert einstellen. Also, solltet ihr mal schauen, dass es dementsprechend die Konturen so weit wie möglich eigentlich so ein bisschen verschwommen sind. So, da könnt ihr so einen Wert zwischen 5 und 8 nehmen. Also es soll dann nicht zu viel nehmen, aber so, dass es dementsprechend die Konturen weich gezeichnet sind. Aber da, oder ja, aber man sieht noch die Struktur, so habe ich gemeint. Also nee, die Struktur ist weich gezeichnet, aber man sieht die Konturen noch dementsprechend. So rum ist richtig. Ne? Also ich lasse mal hier bei 6. Sagt dann hier okay. Und ihr seht hier, bin ich jetzt auch bei Farben. Das mit der Struktur hat nicht funktioniert. Egal. Aber ihr seht hier, das Ganze ist offen. Ihr könnt dann hier gleich anfangen,
mit dem Bearbeiten bzw. Retuschieren des Bildes. Gut, das war jetzt 8-Bit. Bei 16-Bit zeige ich euch das Ganze auch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Ich würde mal sagen, da würde ich glaube eher bei dem Dialog, wo man das Ganze einstellt, nochmal machen, weil das Ganze zu wiederholen, weiß ich nicht, wen es interessiert. Ansonsten könnt ihr auch vorspulen, ich mache es mal einfach mal komplett durch. Also bis gleich bei dem 16-Bit-Frequenztrennungs-Makroaufnahmebild. Bis gleich.